Blackie mit ihrem Sohn Majabu. Blackie ist 51 und wurde vor 2 Jahren zum zweiten Mal Mutter. Damit ist sie die älteste Schimpansenmutter der Welt. Sie gehört zur Schimpansengruppe im Walter Zoo in Gossau bei St. Gallen. Blackie wurde als Baby in Afrika gefangen. Das ist heute nicht mehr erlaubt. Schimpansen gehören zu den gefährdeten Tierarten. Dass hier in den letzten Jahren 4 Junge geboren wurden, ist ein gutes Zeichen. Der Walter Zoo hat eine der modernsten Schimpansenanlagen von Europa. Die Gruppe besteht aus 3 Männern, 8 Frauen und 4 Jungtieren. Schimpansen halten sich gerne auf Bäumen auf. Bei schönem Wetter stehen ihnen 2 große Außengehege zur Verfügung. Schimpansengruppen sind hierarchisch und patriarchalisch strukturiert. Der Alphamann ist der Boss. Hoch im sozialen Rang steht auch Blackie. Blackie wird dieses Jahr 51 und sie ist eine wunderbare Mutter, sehr fürsorglich und trotzdem nicht einengend. Sie lässt Majabu oder ließ ihn gehen, sobald er wollte. Nein, sie macht es wirklich gut. Sie ist froh, wird sie von Fanny, von ihrer Tochter, unterstützt in der Betreuung von Majabu. Weil sonst wäre es schon sehr streng für sie in dem Alter. Majabu ist oft mit seiner Schwester Fanny zusammen. Sie ist im Juni 2009 Mutter einer Tochter geworden. Neben den 2 Außengehegen haben die Schimpansen 2 Innenräume, die jeden Tag neu präpariert werden. Papierbahnen dienen als Nistmaterial, Spielgerät oder Versteck von Nahrungsmitteln, zum Beispiel Rosinen. Der Boden ist mit einer dicken Schicht Erde bedeckt. In diesem Stück Holz sind Leckerbissen versteckt. Die Schimpansen müssen sich ihre Nahrung erarbeiten. Unter einem künstlichen Termitenhügel wird ein Kessel mit Honig versteckt. Die Vorbereitung des Essens wird von den Schimpansen beobachtet und lautstark kommentiert. Sie wissen aber genau, dass sie ruhig sein müssen, bevor das Tor geöffnet wird. Das Gehege ist gut abgesichert, denn Schimpansen sind gefährliche Tiere und dulden keine Menschen in ihrem Revier. Mittels Fernsteuerung geht das Tor auf und die Gruppe macht sich auf Nahrungssuche. Enrichment nennt man das Beschäftigungsangebot für Tiere in Gefangenschaft, das Stress abbaut und ihnen arttypische Verhaltensweisen ermöglicht. Das